Hallo Filmfraggets und schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim Filmradio. In Teil 1 der Dragon Ball Z-Reihe habe ich über Son Goku, seine Freunde und die Handlung gesprochen. Jetzt im zweiten Teil geht es um die Geschichte hinter Dragon Ball Z. Viel Spaß! Das Filmradio mit Dante. Son Gokus Vater ist Akira Toriyama. Er wurde 1955 in Japan geboren und ist gelernter Grafiker. Er ist der Zeichner und Erfinder von Dragon Ball. 1984 hat Dragon Ball dann das Licht der Welt erblickt, und zwar als Manga. Das sind ja ganz platt gesagt diese japanischen Comics, die man von hinten nach vorne liest. Und einzelne Kapitel von Dragon Ball sind dann von 1984 bis 1995 im wöchentlichen Magazin Shonen Jump erschienen. Shonen Jump ist übrigens das größte Manga-Magazin Japans. Es hat neben Dragon Ball auch One Piece, Naruto, Captain Tsubasa oder Yu-Gi-Oh! Rausgebracht. Später gab es Dragon Ball aber auch als eigenständiges Manga. Insgesamt gibt es davon 42 Bücher bzw. Bände, und Dragon Ball war in dieser Zeit so erfolgreich, dass aus den eigentlich geplanten 2000 Seiten insgesamt 7000 Seiten wurden. Der Startschuss war für Toriyama selbst dann übrigens ein Disney-Film, denn als er den Film 101 Dalmatiner gesehen hatte, war es laut der Seite Dragon Ball Wiki um ihn geschehen, und er wusste, sowas will ich auch machen. Jetzt hat sich Toriyama allerdings nicht an seinen Schreibtisch gesetzt und hat sich alles aus den Fingern gesogen, sondern er hat viele Sachen einfließen lassen. Zum Beispiel hat er sich am chinesischen Volksmärchen um den Affenkönig Sun Wukong bedient. Die Geschichte des Affenkönigs wird in dem Werk Reise nach Westen erzählt. Und Son Wukong ist auch in Japan sehr bekannt und wird dort eben Son Goku genannt. Und da passt es natürlich, dass Son Goku zu Beginn von Dragon Ball auch einen Affenschwanz hat. Ebenfalls können beide auf Wolken durch die Luft fliegen, besitzen einen Stab und sind extrem stark. Und auch weitere Teile des Märchens sind in Dragon Ball zu finden. Das sind jetzt aber so die signifikantesten Punkte, die ich genannt habe. Auch zu finden in Dragon Ball sind viele Details und Merkmale aus Toriyamas früheren Werken. Er hat sich da quasi überall ein wenig bedient und hat aus allem, was er in seiner Karriere gemacht hat, Dragon Ball erstellt. Man könnte ganz flapsig sagen, Dragon Ball ist ein Best-of seiner gesamten Werke. So wurde Dragon Ball eine der meistverkauften und erfolgreichsten Comics bzw. Mangas aller Zeiten. Anfangs war Dragon Ball aber noch kein so großer Erfolg, das ist erst mit der Zeit gewachsen. Nach den ersten zwei Bänden, in denen geht es um die Pilaf-Saga, hat sich Toriyama deswegen dazu entschieden, ein Kampfsportturnier in die Story zu schreiben. Und so entstand dann das große Turnier. Solche Turniere waren damals einfach unglaublich beliebt, ne? Zwei Jahre nach dem Erscheinen der Mangas ging dann 1986 auch die Serie, also der Anime, an den Start. Dragon Ball hat insgesamt 153 Folgen, also roundabout 25 Minuten, und Dragon Ball Z hat 291 Folgen mit der gleichen Laufzeit pro Folge. Anfangs ist Dragon Ball wirklich eine Mischung aus lustig und albern und ja auch so kindlich, mit der Zeit wird es dann aber immer ernster und auch düsterer, da komme ich dann aber in Abschnitt 3 der Reihe zu. Zu Beginn wird auch noch vieles in der deutschen Synchro entschärft, so erwidert Bulma im Original Muten Roshis Einladung zum Essen mit. Sie brauchen mich aber nicht zu fragen, ob ich ihnen dafür mein Höschen oder irgendwas anderes zeige, klar. Sie befürchtet dahinter Gedanken von Muten Roshi. Und in der deutschen Fassung heißt es, gern, vorausgesetzt, ich muss keinen Kuchen mit Kirschen backen. Ne? Das wurde also ziemlich stark entschärft. Und auch die Szene, wo Bulma Muten Roshi aus Versehen ihre Vagina zeigt, wurde komplett entfernt. Aus Versehen, weil Son Goku ihr im Schlaf die Hose ausgezogen hatte. Er hatte sich gewundert, warum sie untenrum flach ist. Und dann hat Bulma nicht gemerkt, dass sie ohne Hose da steht. Kennen wir doch alle. Passiert mal. Erst letztens stand ich nackt in der Bahn, weil ich nicht bemerkt hatte, dass ich keine Klamotten anhatte. Ne? Naja, und auch das Wort töten wird oft durch das Wort besiegen ersetzt. Mit fortlaufender Zeit wird die Serie, was das angeht, aber immer lockerer, und so wird zum Beispiel Son Gokus Kampf gegen den Oberteufel Piccolo im Nachmittagsprogramm auf RTL 2 gezeigt, obwohl es da wirklich sehr blutig und auch heftig zur Sache ging. Neben der Anime-Serie und den Mangas sind auch noch einige Dragon Ball-Filme rausgekommen, genau gesagt 22, und seien es Realverfilmungen oder gezeichnete, eins haben sie gemeinsam, Akira Toriyama ist jetzt nicht unbedingt der größte Fan von ihnen. Eigentlich wollte er Dragon Ball nämlich ruhen lassen, doch nach der ersten Realverfilmung war er so sauer, dass er sich dachte, okay, ich muss mich weiter um mein Werk kümmern, sonst wird's völlig zerstört.
Und der negative Höhepunkt war dabei ganz klar Dragon Ball Evolution. Hat den Film jemand gesehen? Da hat sich Jahre später selbst der Drehbuchautor für entschuldigt. Ich verlinke euch da mal das Review von Chris Duckman. Da habt ihr wirklich euren Spaß dran. Das ist also die Entwicklung, die Akira Toriyamas Meisterwerk genommen hat, und ich habe die Serie Dragon Ball gerade ja schon mal angeschnitten. Ins Detail gehe ich jetzt aber erst im nächsten Teil, da geht es dann nämlich um den Inhalt, die Charaktere und Co. von Dragon Ball.